Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Kepos Paranormal Scanner. Heute beschäftige ich mich mit dem Geist in der Schule in Irland. Vielen Dank an die YouTuber Shuin NWO und Nadja Friedbauer für diesen Tipp. Die originalen Videoquellen findest du, wie immer, in der Videobeschreibung. Filmdaten. Dieses Video ist recht neu, es stammt vom 2.10.2017. In den 16 vergangenen Tagen hat dieses Video bereits über 11 Millionen Klicks erhalten. Die Auflösung beträgt 640x360 Pixel bei 29 Bildern pro Sekunde. Die Datenrate beträgt 310 Kilobits. Die Dauer des Videos beträgt ca. 1 Minute und 40 Sekunden. Filminhalt: Eine Überwachungskamera in der Deer Park Christian Brothers School in Irland zeigt, dass in dieser alten Schule scheinbar ein Poltergeist sein Unwesen treibt. Er öffnet nachts um kurz nach drei Klassentüren und schlägt sie wieder zu. Er räumt Fächer der Schüler aus und wirft anschließend noch ein Schild "Achtung, frisch gewischt" um. Logik: In den Kommentaren zu meinem Video "Unheimliches Wesen im Wald fotografiert" haben viele Kommentatoren schon die Lösungsansätze beschrieben. Ich fasse sie hier zusammen und ergänze sie um eigene Analysen. In so einer alten Schule fühlt sich ein Poltergeist bestimmt wohl. Seltsam ist nur die Position der Überwachungskamera. Sie hängt viel zu niedrig. Auf keinen Fall hängt sie unter der Decke, wo sie hingehört. Außerdem ist es sehr ungewöhnlich, dass die Überwachungskamera den Ton mit aufzeichnet, was aber generell nicht ausgeschlossen ist. Seltsam ist auch, dass hier nachts um 3 noch das Hinweisschild auf den rutschigen Flur steht. Das macht um diese Uhrzeit keinen Sinn mehr. Außerdem müsste extra jemand morgens kommen, um dies wegzuräumen. Weiterhin scheint hier in dieser Schule jahrelang nichts passiert zu sein und dann auf einmal in einer Nacht schlägt der Geist so richtig zu. Sehr merkwürdig. Filmanalyse: Die Deer Park Christian Brothers School in Irland hat wohl eine recht kreative Video-AG. Nach kurzer Zeit sind ein paar ganz gute Videos von der Schule im Internet zu finden. Da drängt sich doch die Vermutung auf, dass das aktuelle Video eine sehr gute Inszenierung ist. Oh my god. That's... Eric, you're not allowed that, okay? I told you no messing. You know you're not allowed this in class. You know that. Filmanalyse: Als erstes fiel mir der Zeitstempel auf. Dieser wackelt komisch, wenn er eine Minute weiterzählt. Normalerweise sollte das nicht so aussehen, dass sich auch die Schrift verändert, wenn die Minute umspringt. Das ist von 06 auf 07 und von 07 auf 08 zu sehen. Angeblich ist dieses Video nachts um 3.06 Uhr aufgezeichnet worden. Da müsste es in der Schule dunkel sein und dies müsste eine Nachtsichtkamera sein. Dafür ist die Qualität und besonders die Ausleuchtung viel zu gut.
Nachtsichtkameras filmen in der Regel mit Infrarotlicht, welches parallel zur Aufnahmeachse gestrahlt wird. Schatten sind in der Regel kaum zu sehen, es sei denn, die Schatten stammen von anderen Lichtquellen und nicht von der Infrarotlichtquelle. Hier ist eindeutig die Deckenbeleuchtung eingeschaltet. Man kann das hier links an dem Schatten sehen und bei dem umfallenden Schild. Hier im Hintergrund ist ebenfalls eine Deckenbeleuchtung eingeschaltet. Zur Erinnerung, es soll sich um eine Aufnahme handeln, die nachts um 3.06 Uhr aufgenommen wurde. Das stimmt auf keinen Fall. Geistertechnisch ist dieses Video gut umgesetzt. Dafür gibt es einen Respektstempel von mir. Allerdings hat die Regie und der Bühnenaufbau ein wenig geschlampt. Daher ist es als Fake zu entlarven. Bei der Analyse des Sounds ist mir noch aufgefallen, dass es sich hier um einen Soundloop handelt. Es wird also immer derselbe Sound abgespielt. Wenn die öffnende Spinntür an einer bestimmten Stelle angehalten wird, sieht es allerdings so aus, als ob hier eine Geisterhand erscheint. Da wird doch wohl nicht jemand in einem grünen Anzug einfach diese Tür geöffnet haben. Durch die vielen Regiefehler ist dieses Video eindeutig als Fake zu entlarven. Falls es dir gefallen hat, Daumen hoch. Wenn du keine neuen Videos von mir verpassen möchtest, solltest du auf das Abo-Knöpfchen drücken. Zu niveauvollen Diskussionen in den Kommentaren bin ich gerne bereit. So, das war's für heute. Ich wünsche dir noch eine schöne Woche und tschüss, bis zum nächsten Video von Kipus Paranormal Scanner.